Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Dieses Mal mit einer Challenge, die von Snout kommt. Und zwar er schreibt, hey, ich hätte eine ganz klassische Idee. Spiel auf der niedrigsten FOV pro Modul 10 FOV hoch. Ich habe hier jetzt schon auf FOV 30 gestellt. Und zwar, wie ich gerade schon vorgelesen habe, darf ich pro Modul 10 FOV nach oben. Und das war's dann mit der Challenge. Und ich würde einfach sagen, soweit wie ich am Ende dann bin, also heißt, wenn ich zum Beispiel am Ende jetzt bei FOV von, oh scheiße Mann, den hätte ich gerne geschafft. Wenn ich am Ende bei FOV von 60 bin, keine Ahnung wie weit ich komme, dann spiele ich auch im Deathmatch mit dem, also mit FOV 60. Und ich habe keine Ahnung, warum ich den Sprung gerade hier nicht schaffe. Nice. So, jetzt darf ich auf FOV 40. Oh mein Gott, das ist schon um Welten besser. Glaubt man jetzt nicht, aber das ist wirklich so. Mit FOV 30 ist echt extrem schwierig. Och, Junge, ich bekomme wieder nur Kacke aus den ganzen Kisten raus, so wie letztes Mal. Ich bekomme nur Scheiße aus den Kisten raus. Ich habe gehofft, dass ich hier wenigstens paar... Ach, schon wieder nur Scheiße. So, nice. First try hier. FOV von 50. Inzwischen. Einfach nur gute Rüstung oder ein gutes Schwert. Aber ich bekomme weder noch. Aber immerhin bekomme ich überhaupt Rüstung. So, wo muss ich jetzt hier hin? Da falle ich gern mal beim letzten Sprung hier noch runter. Also den hier jetzt nicht mehr. Nice. Jetzt hätte ich es fast vergessen. So, das Schlangenmodul. Nein! Schaffe ich den nicht. Na, ja, lächerlich. Und ich dachte, das wäre voll easy, das Modul hier. So, jetzt schaffe ich es aber. Nice. So, jetzt sind wir auf normal. Upsala. Tut mir leid. Jetzt sind wir auf normal. So habe ich früher immer gezockt. Und ich bekomme ein Stick-Modul. Also ein Zaunmodul. Nicht Stick. Nice! Gute Sachen hier dabei. Nein! Und ich war drauf und spring runter. So, jetzt will ich es aber schaffen. Nice! Darf ich auf 80 spielen? Vielleicht hat der eine oder andere schon gesehen, ich habe eine kleine Veränderung an meinem Texture Pack verändert. Und zwar einmal hier bei Angel und Bogen, wie auch bei den Schwertern und bei den Äxten. Und wie man da hinten gerade gesehen habt, bei den Blättern auch. Und viele fragen auch, ob ich mein Texture Pack mal verlinken könnte. Das kann ich leider nicht. Ich kann gerne ein Video drüber machen. Und zwar kann ich das nicht verlinken, weil ich das eben selbst zusammengestellt habe aus verschiedenen Texture Packs. Und ich darf das einfach dann nicht verlinken. Ich könnte euch gerne dann die einzelnen Texture Packs selbst verlinken, aus denen ich irgendwas rausgenommen habe. Und ihr könnt euch das selber zusammenstellen. So, jetzt bin ich schon auf... Oh mein Gott. Auf 100. So spiele selbst ich nicht mal. Ich denke immer, ich schaffe den Sprung nicht. Dabei schaffe ich ihn dann doch noch. Komplett. Oh, nice Kiste. Nice.
Oh nein, jetzt habe ich zweimal die Schuhe. Kacke. So, oh mein Gott, ich bin schon auf 110. Was ist da los? Ja gut, weiter kann ich glaube ich nicht. Es kann sein, dass ich... Ich habe 9 Module. Im ersten hatte ich 30, im zweiten 40, im dritten 50, im vierten 60, im siebten 80. Nein, okay, das war jetzt falsch. Ich muss mich gerade auch konzentrieren. Ich denke mal, keine Ahnung, vielleicht habe ich mich auch vertan bei denen. Habe ich einmal früher, der ist AFK, habe ich einmal zu früh, oh, der ist doch nicht AFK, habe ich, anstatt einmal, habe ich vielleicht zweimal mein FOF hochgestellt. Kann sein, ich weiß es gerade nicht. Nein! Weil wie gerade jeder gekommen ist. So, der killt jetzt den anderen. Und ich kill ihn. Tut mir leid, dass ich euch gerade so abgestaubt habe. Ja, du setzt mich nicht in Sp... Oh mein Gott, er geht selbst in Sp... Alter! Was ist da los? GG. Junge, da waren aber gerade echt wenig Spieler in der Runde drin. Alter. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Like und über ein Abo freuen. Wenn ihr weitere Ideen habt für eine weitere Challenge, dann schreibt ihr mir einfach in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.